Hallo Leute, willkommen zu einer Folge von Plants vs. Zombies. In der letzten Folge habe ich das zweite Level vom Überlebensmodus gespielt. Heute machen wir mit dem dritten weiter. Ich hoffe, es geht schnell voran, denn es ist schon ziemlich spät. Eigentlich wollte ich viel mehr aufnehmen heute, aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Aber ja. heute beschreiben wir jetzt das dritte Level, nämlich das Pool-Level halt. Im Überlebensmodus. Und warum? Hä, was zum Geier, wieso ist das schon angefangen? So, Level neu starten, so. Alles klar, was für ein Bug war das denn? Was ist denn da los? So, ich nehme dich mit, dann nehme ich euch zwei Spackeln mit, dann euch beide, dann dich und noch euch beide. Okay, perfekt. So, bam. Der Turm muss dann in Ordnung sein, hoffentlich. Oh nein, er ist noch mit meinem Kopfhörer verbunden. Mein Handy. So, jetzt ist gut. Jetzt ist alles gut. So, dritte Blume. Nice. So, gib mir so eine Energie. Danke. So. Erstes Corona-Puls. So. Das ist ziemlich easy. Wieso mache ich das gerade von der Ninja Turtles nach? Bin ich komplett behindert. So, dann Sonnenblume dahin. So, weg mit dir. Dann nächste Sonnenblume dahin. So, dann nächste Sonnenblume, nice. Und dann mach schon mal das erste Feld dahin. So, da kommt dann eine Sonne hin. So, warum? Und komm, wir machen mal die erste Doppelblume. So, nice, bekommt direkt Sonnenenergie. So. Bam, bam, bam. Noch mehr Sonnenblumen. So, okay. Da sind Klonzombies, deswegen setze ich sofort einen Cola-Puls und eine Cola-Puls, damit sie sich schnell um den kümmern können. So, nächstes Serosenblatt. So, nice. Da mal schon einen Cola-Puls hinsetzen, damit die Gegner da abgewehrt werden in dieser Linie halt. Oder so, dann mache ich mal hier schon mal das erste Cornerpult ins Wasser. Das Wasser muss auch safe sein. So, nächste Sonnenblume. Danke für die Sonne und zweite Doppelblume. Nice. So, und letzte Blume. Bam. Ui, so, das ist ziemlich easy, das hier bisher. Haben wir nicht so viele Probleme eigentlich. Aber ja. So. Die Gegner haben noch keine Chance auf Duell. Warte, ich brauch, wartet, hier. Da und frisst du mein Schutzschild. So. Dann setzen wir mal da eine Doppelblume hin. So, bam. So, dann machen wir das dahin. So, zweite Reihe von Cola-Pulten, nice. Okay, und nächstes Schutzschild dahin. So, das hier bereit halten mal, weil wie ich das Spiel kenne, wird es wahrscheinlich wieder, ja, genau, das hier machen. Wenn ich Gegner auf meine Seite setzen, wo es eigentlich komplett unfair ist. So.
So, komm, helf mir ein wenig nach. So, vierte Doppelblume, nice. Jetzt komme ich noch mehr so eine Energie. So, dann machen wir das erste Schutzschild mal hin. So. Und bam. Okay, dann, dann nehme ich, glaube ich, mal die Sonnenblume raus. Und nehme den Duplinator und nehme da das da. So, nice. So, Schutzschild. Ach, ich dachte schon. Nice, jetzt habe ich nämlich zwei Schutzschilder. Ja. Kann ich hier abwechselnd diese halt teilen. Das ist sehr nice. So, da hätte ich mal die schon mal hin. Nice. So, fünfte Doppelsonnenblume. Nice. Jetzt setzen wir mal das nächste hin, das nächste Schutzschild, puff. So, noch richtig viel Sonnenenergie. So, da hängen wir das da. So. Die Gegner haben einfach gar keine Chance. So, Docke, Docke, Docke. Hier ist ganz viel Energie da so. Hui. Okay, nächstes Stachel. Links da verbessert. Okay, nice. Nächste Doppelsonnenblume und. Nein, jetzt habe ich die in die falsche Reihe gesetzt. So, bababum. So, das ist ziemlich chillig. So. Die haben gar keine Chance. So, und da und nächste Doppelblume hier hinsetzen. So, ich habe mir schon das hier bereit. Ja, ist ja mega fair. So, weg mit dir, du kleiner Cheater, ne, sag ich einfach mal. So, noch mehr Sonnenenergie. So. Okay. Nächste Doppelblume, nice. Hey, hallo, kann jemand so, weg mit dir, nice. Okay, dann muss ich etwas offensiver werden anscheinend. Dann wechseln wir mal dich mit dich hier aus. So, erste Melone dahin. So, und zweite Melone dahin, nice. Es müsste ziemlich schwer sein für sie hier vorbeizukommen.
Süd, dann hier in die goldene Mitte. Mach auch jetzt noch eine. Damit das Wasser auch ziemlich gut geschützt wird. So, nächste Doppelblume. Ich bekomme immer mehr und mehr Sonne langsam. So, und wieder genug für eine Melone. Nice. So, bam. So, das ist schick. So, und wieder genug für die nächste. Nice. So, blablabla. Und nächste Minute kommt dann. So. Gar keine Chance. Die meisten Gegner einfach. Einfach komplett zerbestet. So. So, dann mache ich mal da die nächste hin. Ihr habt keine Chance, kann das sein? So. Wartet, ich muss überhaupt schon, ja, aber da vor gerade sehen, wie weit die eindringen werden. So, nice. So. So, da kommen noch mehr Zombies, ich hab's gedacht. So, welche Flagge habe ich eigentlich jetzt besiegt? Die dritte, okay. Das hat man schon ziemlich viel Zeit wie für das hier. Nice. So. Ne, und jetzt habe ich zwei Reihen voller Melonen. Also ist halt sogar schon in Eis. So, sorry für die kurze Unterbrechung hier. Im Hintergrund hört ihr wahrscheinlich meine Dings da halt. Ja, sorry. So, alles ist jetzt gut. Jetzt machen wir weiter mit der Folge hier, wird's gedacht. Ich lässt jetzt viele Sonne Energie, die ich habe. So, mit. Nein, ich bin so dumm. Ja, genau, jetzt steht er eigentlich. So, bam. Keine Chance, Disco-Spoo. So. Das ist so einfach. Ich. Und letzte Blume, nice. Diese armen Gegner. Und wieder ein Disco Scoo. Ui. Du kleiner Pisser. So. Eis, Eis. Nein, also Energie und Ende. So. Dann setzen wir mal die dritte Wassermelone dahin, also Eismelone eigentlich. So, alles wieder repariert hier, nice. So, das da auch geheilt, nice. Und geschafft. So, jetzt die letzte Welle und dann haben wir es geschafft für heute. Ändere ich irgendwas? Ja, das kann ich zum Beispiel rausnehmen. Die beiden kann ich rausnehmen. Und könnte ich halt durch das da setzen. Durch das da. Und
komm, ich könnte das noch eigentlich. Nein, das brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Und ich laufe mal den noch mit fürs. Wie das da. So. So, ich würde mal diese ganze Reihe da ein wenig verteidigen. Ah, keine Chance, die haben Gegner. Ey. So, Sonnenenergie und Ende hier. Und nächste Eismelone jetzt nämlich. Nice. Bin so dumm. Braucht doch nur hier Kürbisse zu machen, weil da auch nur diese Wasserzombies auftauchen. Ich Idiot. Das ist so dumm. Ich bin so dumm einfach. So, Sonnenenergie. Hui. Ich bin komplett zerfetzt hier einfach, wir haben gar keine Chance. So. Ich kann es wirklich chillig hier angehen. Und die nächste Eismelone jetzt. Nice. Dann habe ich eine Reihe Eismelone und eine Reihe halt normale Melona-Pulte. Eismelona-Pulte nenne ich einfach mal die, und die Eis verschießen. Also eisige Melonen. Boah, wie viel Sonnenenergie ich inzwischen habe, ist das krass. Kann man so nicht so weit kommen, ist ja. So, Mauer hier reparieren. So. Nice, hier wird wieder alles hingefroren. Wir haben gar keine Chance. So, ne, nächste Eismelone. Und Melonenallee Erfolg. Nice, und ich bekomme den Pokal. Wuhu! Okay. So. Jetzt habe ich nur noch mit Nebel und Dach zu machen. Und Endlos wird schon nicht spielen, weil Endlos, ich glaube, das erklärt sich schon selbst, ne? So, schauen wir mal kurz am 10-Gach noch vorbei, so. So, da haben wir nämlich eine neue, habe ich nämlich offscreen noch eine neue Pflanze bekommen, aber um die habe ich schon nicht gekümmert. Ich habe schon einfach gesagt, wir. Schön wär's. So, hier ist alles gut. Hier halt nur bei dem kleinen Rocker nicht da. So, aber ja. Ich glaube, das wird sich so jetzt offscreen kümmern. Also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst eine positive Bewertung da, damit seht ihr euch gerne, dass es euch gefallen hat. Vergiss nicht, einen Kommentar mit Kritik oder Infos da, dass es mich verbessern kann. Vergiss nicht, die Videos schauen, auch zu checken. Vergiss auch nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und nichts zu verpassen. Und vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen. Tschüss.